herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir uns heute wiedersehen. Ich bin vom Urlaub zurück. Ja, schon wieder seit 2-3 Wochen mittlerweile. Die Zeit vergeht so schnell. Und ich war bei Rossmann und habe eingekauft, weil natürlich, ich wechsle immer mal ab. Mal gehe ich in die Müller-Druckerie oder mal in die DM, weil ich immer so Produkte habe, wo eben auch spezifisch sind. Und auch von Rossmann ist es so, ich muss ein bisschen weiterfahren, aber der Weg ist es wert, weil ich bestimmte Produkte nur dort kaufen kann, weil es Eigenmarke ist. Und ich möchte euch gerne heute mitnehmen zu den Produkten, die ich gekauft habe und was ich wirklich davon immer wieder kaufe und weiterempfehlen kann. So, wir fangen gleich mal an. Und zwar, ich kaufe mir ja sonst immer regelmäßig, auch ohne diesen neuen Virus, den wir jetzt haben, diese von SOS. Die gibt es eben auch immer in der DM, weil ich die eigentlich um die Ecke habe und kaufe mir die ein. Jetzt war da nur noch eines da und habe ich geguckt. Dann habe ich entdeckt von Isana Med, gibt es also auch eines, sind sogar 15 drin, bei dem SOS sind nur 10 drin und es ist trotzdem noch preiswerter und ist eben auch gegen Viren und Bakterien. Und damit habe ich jetzt auch dann gleich mein Handy wieder gereinigt, weil man soll ja jetzt momentan wirklich vorsichtig sein aufgrund von diesem Coronavirus. Aber ansonsten, ich mache das eigentlich immer so, nach Hause komme, Hände wasche, ist für mich nichts Neues oder eben unterwegs solche Tücher zu verwenden, gerade auch wenn man im Flugzeug ist und fliegt und so, ne, wo alle die gleichen Toiletten benutzen. Da muss ich euch nicht erzählen, weil ich mache ja auch Fernreisen. Und da eben, wie gesagt, wenn man überlegt, ne, das sind 200-300 Fluggäste und 4 oder 6 Toiletten. Und da die Zähne zu putzen, nee, danke. Aber ich nehme mir immer ein Mundwasser mit und so wechsle ich auch immer ab. Aber ich habe jetzt eines von Rossmann auch entdeckt, wo ich jetzt auf jeden Fall mal ausprobieren werde, wo ich mir schon wieder in meine nächste Tasche richte für den nächsten Flug. Habe momentan noch keinen, aber ich habe immer so eine Tasche, wo ich mir alle wesentlichen Dinge schon mal reinmache. So eine Art Kulturbeutel, wo ich dann sage, gut, wenn ich jetzt mal einen Kurzreisetrip machen würde, könnte ich die Tasche schnappen und ab in den Süden. So, was ich mir immer regelmäßig neu nachkaufe, es leiert ja auch immer wieder aus, sind solche Gummis. Gibt es von auch Beauty Rossmann Marke, ich sag mal für 2 Stück für 1,99 €. Sehr preiswert, weil sonst kaufe ich manchmal eins für 2-3 €, sind 2 drin und ich fand auch die zweite Farbe ganz nett. Und freue mich doch schon wieder, ja, auch zu Hause mache ich mir häufig die Haare hoch oder jetzt kommt dann die Badezeit, dann werden die immer hochgebunden. So, jetzt was ganz, ein ganz, ganz tolles Produkt, wo ich immer nachkaufe. Es gibt es im Normalfall, also für die normalen Stechmücken innerhalb von Europa, aber es gibt auch dieses Zekito Tropical. Das kaufe ich mir immer nach. Ich habe mir jetzt gleich wieder 3 Flaschen gekauft. Ich habe jetzt in 2 Wochen Urlaub 2 Flaschen verbraucht. Also ich habe mich da immer wieder eingesprüht, weil es gibt natürlich in den fernen Ländern, die Luftfeuchtigkeit ist hoch und er hat einerseits den Vorteil, man hat keine Falten und man sieht gleich 15 Jahre jünger aus. Es ist wirklich toll, Maus musste ich gerade nicht eincremen, weil ein bisschen Sonnenschutz, aber April danach brauchst du nicht, weil eben eine andere Luftfeuchtigkeit da ist und wir haben hier natürlich eine andere. Und deshalb sind dort natürlich auch, gerade wenn es mal regnet oder so, auch am Tag die Moskitos oder die Schnaken, also die Stechmücken unterwegs. Und da sprühe ich mich dann immer auch mehrmals am Tag, nachdem ich zum Wasser komme. Und da sprühe ich mich auch wieder mit dem Mittel ein und am Abend sowieso, weil es ist ja am Abend so schön warm. Im Urlaub willst du ja mit 28 Grad am Abend auch noch ein kurzes Kleidchen und so unterwegs sein und dann musst du auf jeden Fall, brauchst du das. Und ich muss wirklich sagen, ich habe schon andere ausprobiert. Auch so andere Marken, die sind teilweise, die riechen total unangenehm und das, ich mache es natürlich auch auf der Terrasse oder Balkon, nicht im Zimmer und halt auch mal kurz natürlich die Luft an, einatmen soll man das natürlich auch nicht und sprühe mich dann mit kurz ein, aber ich fühle mich sicher und es riecht angenehm. Sollte mich natürlich trotzdem mal eine Fliege stechen, das Moskitos gibt immer mal wieder oder man vergisst sich auch ganz einfach mal einzusprühen, dann habe ich hier das Kühlgel, auch von der Eigenmarke Rossmann. Es ist einfach Zekito, ne? Heißt die Firma von der Eigenmarke. Ja, es kühlt und es nimmt die Schwellung. Es ist mein Highlight. Und deshalb empfehle ich euch das auch, falls ihr mal sagt, gut, okay, ihr habt ja auch diese Probleme. Es gibt ja eben dieses Zekito nicht nur jetzt in Tropical, sondern auch normal für die Deutschen oder für die europäischen Schnaken und Stechmücken. Kann man sich dann auch nur das kaufen, habe ich aber auch da. So, dann ein weiteres Highlight von Isana.
Osman, Eigenmarke. Das ist eben mein Augen-Make-up-Entferner. Und ich muss wirklich sagen, der entfernt großartig. Ich bin sehr zufrieden. Und mit anderen auch, es gibt ja die Eigenmarke auch von DM. Habe ich auch schon ausprobiert, aber seitdem ich diesmal ausprobiert habe, verwende ich kein anderes mehr. Dann war ich da weiterhin auf der Suche. Ich habe so eine Feile, ich habe unterschiedliche Nagelfeilen für meine Nägel. Aber so eine feine hatte ich mal vor vielen Jahren von meiner Tochter geschenkt bekommen. Und dann war ich immer mal wieder auf der Suche gekauft und dann war das wieder zu grob. Ich sie wieder weggeschmissen oder auf den Vorrat. Und das ist jetzt eben nochmal von Beauty Eigenmarke Rossmann auch eine feine, extra feine Körnung. Und da bin ich jetzt auch mal gespannt. Habe sie noch, ihr seht es, noch nicht ausgepackt. Will ich jetzt ausprobieren, wenn ich mal wieder die Nägel mache. So, dann habe ich auch entdeckt, und zwar, ich habe ja früher immer spezieller Stift gehabt für die Augen und den gibt es da nicht mehr. Und jetzt habe ich entdeckt, aber er wirkt mir ein bisschen heller. Das ist jetzt auch eine Eigenmarke von Rossmann, Sky Blue. Und den möchte ich jetzt mal verwenden, mal drauf machen. Ich denke, gerade so am Tag im Sommer reicht mir der bestimmt völlig aus, weil am Abend schminkt man sich ja auch gerne mal ein bisschen stärker. Und aber den will ich jetzt auf jeden Fall ausprobieren. Und weil wir jetzt bei den Fingernägeln sind, es sind ja meine eigenen Nägel und natürlich reißen die mir auch mal ein. Man hantiert, man putzt oder man schlägt sie einfach irgendwo an und manchmal habe ich sie auch ein bisschen länger und sie reißen ein. Und dann habe ich auch schon verschiedene Produkte ausprobiert und habe dieses Fix It von Essence. Ja, seit einem halb, dreiviertel Jahr habe ich das und habe mir das jetzt gleich zweimal nachgekauft, weil ich hoffe, dass es das nicht wieder vom Markt geht. Es ist das beste Produkt, das ich bisher hatte. Also man macht einfach ein bisschen Tempo, schneidet es aus und macht ein bisschen von diesem Mittel. Es ist ja so Bürstel dran, also ganz toll. Und dann kannst du das genau gezielt auftragen und dann ein bisschen das Tempo mit einem kleinen spitzen, ja, Gegenstand, am besten so ein Holzstäbchen oder eben so ein für die normalerweise, wo man verwendet, sagt man es mal, für Mundreinigung, so diese Zähne, diese Stäbchen. Und von daher gesehen, einfach dann auftragen und hinterher, wenn es dann trocken ist, abfeilen. Und dann Unterlack drauf, Überlack drauf, es hält, es ist einfach super. Was ich auch zum Nägel entfernen verwende, wo ich sowas von begeistert bin, wo ich immer nachkaufe, wo es ja in jeder Drogerie gibt, ist eben von Maybelline diesen Nagellack-Entferner. Er entfernt mir auch im Winter, habe ich gerne dunkle, kräftige Farben, wunderbar. Oder ich mache manchmal mir auch solche Steine drauf oder sonstige so Bildle oder sowas mit drauf. Und es ist nicht so einfach, das wegzubekommen, aber mit dem muss ich wirklich sagen, top. Sowas von begeistert. Dann habe ich noch so ein Lieblingsprodukt und zwar von CD, weil ich vertrage kein Spray, sondern einfach nur, ich nehme immer Roll-on-Deos und ist ohne Aluminiumsalze, ist jetzt mit Baumwoll und grünem Tee und ich muss wirklich, riecht sehr angenehm und hält wirklich einen Tag aus, auch im Sommer. Ich bin von dem Produkt begeistert und habe es jetzt auch wieder nachgekauft. Und was ich ebenfalls nachgekauft habe, schon seit vielen Jahren, komme ich immer wieder auf X, Max Factor X. Und deswegen habe ich immer die Farbe 120 und jetzt heißt sie aber 125. Aber sie ist dieselbe Farbe. Und was ich bei dem auch finde, was ich gut ist bei dieser Serie, ist gut verklebt. Also niemand anderer probiert das schon mal heimlich mit Lippenstift. Ich weiß, das hat noch niemand sonst benutzt. Und ja, für 8,95 oder sowas kostet, aber jetzt im Angebot nochmal reduziert, kaufe ich mir immer schon seit vielen Jahren nach. Bin auch insofern begeistert, dass wenn ich mal den auftrage und ich gehe essen, und dann habe ich immer noch hingehört, dass ich sage, ah ja gut, man sieht noch Lippenstift. Und er verschmiert nicht, also ich bin begeistert. Was ich jetzt für meine Haare habe ich noch zwei Produkte mit, wo ich sage, da wechsle ich immer mal, weil ich stelle einfach fest, ich habe ja dünne Haare und sehr, also sehr, sehr feine, viele Haare, dünne Haare und die Spitzen sind trocken. Und im Urlaub war das natürlich anders, war schön, die Luftfeuchtigkeit, ach, hatte ich da Haare. Und jetzt merke ich natürlich wieder, kommst nach Hause, bist viel in der Wohnung, die Luft ist trocken durch die Heizung. Jetzt habe ich einmal mal was gekauft, wo ich nicht weiß, vielleicht könnt ihr mir dort Tipps geben und sagen, gut, verwende das schon, wahre Schätze, Langhaarschatz. Also das soll jetzt sein für lange Haare, für trockene Haarspitze. Ich probiere es mal aus von Garnier. Und dann habe ich noch hier auch ein Produkt, das ist jetzt von wahre Schätze.
Und zwar ist mit Ingwer drin. Habe ich mir jetzt mal aufgemacht, probiert. Es duftet so lecker und so fein. Wie das sich dann auswirkt, weil es soll halt 3 Minuten auf den Haaren bleiben. Deshalb verwende ich keine Spülung. Ich verwende die Kur quasi so mehr oder weniger als Spülung, weil ich nicht immer 3 Minuten warte. Gerade so unter der Dusche, bis ich dann, ich versuche immer sehr schnell fertig zu sein. Und dann sind 3 Minuten eine Ewigkeit. Und von daher ist es dann so, dass es nicht so lange einwirkt. Aber ich will es mal ausprobieren. Und da kann ich euch bei Gelegenheit, ob ich es wieder nach kaufe, euch ja mal mitteilen. So, das war heute mein Einkauf bei Rossmann und ich freue mich, wenn ich euch ein paar nützliche Tipps dazu geben konnte und wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.